darf noch was ergänzen. Ja? Ich mach ja die Sendung schon eine ganze Weile, seit 1797. Habe sehr viele Gäste in der Maske erlebt. Und Sie sind der erste Gast, der in die Maske kommt und sagt, schönen guten Tag, mein Name ist Liesel Steiner und ich möchte, dass Sie mich alt aussehen lassen. Ja, es geht nicht anders. Man kann sich nicht jünger machen. Und ich habe am 19. November Geburtstag, dann bin ich 88. Wow. Und am nächsten Tag bin ich schon 89. Ein Jahr älter und gar nichts machen, vor allem alle Freunde haben schlechte Augen. Und sehe nicht mehr, wie man wirklich aussieht. Was darf ich Ihnen jetzt erzählen? Was wollen Sie? Ich habe erstmal würde ich gerne ein paar Bilder hier durchgehen, aber als Sie 40 waren, ja, da haben Sie gesagt, also bevor man das 40. Lebensjahr erreicht, ja, muss man was ganz Wichtiges anschieben, nämlich einen Liebhaber, der einen nackt fotografiert. Bei 40, nicht ja, 50. Ja, bei 40. Ich finde, jede Frau sollte sich von einem Liebhaber fotografieren lassen. Das sind Sie, das ja? Das bin ich, ja, mein Popo. Warum finden Sie das? Weil ich finde, man ist dann am Höhepunkt von Schönheit, dann geht es leicht bergab. Viele Leute geht es nicht bergab, aber der Großteil der Damen werden da nicht mehr so fotogenisch. Okay. Anni, ich habe noch 2 Monate. Judith hat noch 2 Monate Zeit, aber einen Liebhaber traue ich dir einfach nicht zu. Das weiß noch nicht, wo ich den so schnell herkriege. Da habe ich einfach ein zu gutes Bild von dir. Also, das war, ich gebe sehr viel Meinungen von mir aus. Ja. Finden Sie das schlimm? Gute und alles Mögliche. Mhm. Ist der Brian noch da? Leider nicht. Hat er Sie interessiert? Nein, ich wollte ihm ein Lied zum Geburtstag singen. Ach so, das können Sie aber auch so singen. Ja. Ja. Gut, darf ich? Ja, natürlich. Also erst singe ich es auf Deutsch und dann mache ich es. Aber Sie müssen mir versprechen, dass es auch aufhört, das Lied. Ja, das ist okay. Das ist ein Lied von der Marlene Dietrich. Oh, das ist schön, ja. Und die Zeit war halt die 20er Jahre. Double Entendre. Also es klingt so. Brian, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast die ganze Nacht. Brian, ich träum so viel von dir. Ach, bitte komm zu mir, Mittwoch um 3:30. Brian, wenn mich dein Arm umfasst, und es ist nicht der Arm, dann denke ich nur zuletzt, wenn du nur jeden Tag Geburtstag hättest. Ich würde so gerne ein bisschen reden über Ihre Fotos, die inzwischen weltberühmt sind. Ihre Karriere. Naja, ein bisschen. Also Sie stehen auch dafür. Sie haben angefangen Ihre Karriere als Fotografin, indem Sie einen Präsidenten fotografiert haben, der inzwischen längst vergessen ist. Ich kannte ihn auch nicht, es war der argentinische Präsident, ein argentinischer Präsident aus den 50er Jahren. Er hieß Aramburu. 55. Genau. José Eugenio Aramburu, der hat eine Revolution. Darf ich sagen, wo ich herkomme? Ich wurde in Wien geboren. Im Jahre 38 hat mein Vater, meine Mutter und mich aus... Genau, das ist auch das, was Sie gerade im Film gesehen haben. Ja, ich wurde exportiert nach Argentinien. Musste ich sehr an Anatols Vater und denken. Im Jahre, ich habe viele Dokumentarfilme... Entschuldigung, ganz kurz, du bist goldig, Liesel. Aber meine Mutter ist 1939 in Wien geboren. Ja? Bitte? Meine Mutter ist 1939 in Wien geboren. Ja, ich bin 27 geboren. Ja, ja. You look beautiful. Also ich wurde exportiert.
Ich habe dort meine Kindheit verbracht. Ich habe an vielen Dokumentarfilmen als Assistentin mitgearbeitet. Und dann im Jahre 1955 war eine Revolution und der Aramburu wurde Präsident. Und er war ein lieber General, nicht einer der Schlechten. Und er fuhr nach Ushuaia, ganz unten, und hat gefischt. Und ich bin in einen ganz kleinen Beachcraft nachgefahren, habe die Schafe der Patagonia gezählt, bin dort angekommen, habe ihm fischend fotografiert und Time und Life haben gesagt, oh, ein General fischend. Diese Art von Präsentation kannte man nicht. Sie haben die Bilder dann eingesandt selber? War das Ihre Idee, dem das zu schicken, Time und Life? Ja. Okay. Nein, ich hatte ein Assignment. Okay. Und dann habe ich einmal Fischchen fotografiert, das hat Time und Life gemacht. Aber ich bin immer ein Freelance gewesen, ganz klein und nicht die größte Fotografin je bei Life Magazine. Ich habe in einem Moment, war ich die Assistentin vom Karl Ritter. Der sich später als großer Nazi... Nein, das war in den 50er Jahren. Und der war, was passiert? Ein Propagandafilm aus der Nazi-Zeit war das. Dass man damals, kleine Sekunde, nicht erschrecken, das Mikrofon funktioniert nicht so richtig. Deswegen wechseln wir das gerade aus und plaudern derweil weiter. Sie haben gesagt, dieser Aramburu war ein relativ netter General. Ja, ein guter. Sie haben dann Jahre er wurde dann ermordet. Ganz genau. Sie haben dann Jahre später ein richtiges Schwein fotografiert, nämlich den General, den Präsidenten Videla. Ja. Der auf diese wunderbare Idee kam, Oppositionelle aus dem Hubschrauber werfen zu lassen ins Meer. Haben Sie, wenn Sie diesen Leuten gegenüberstanden, nicht auch das Gefühl gehabt, ich will denen sagen, wie schrecklich die sind? Die sind sehr sympathisch, diese Leute, wenn sie sympathisch sein wollen. Hm. Und ich habe eine wirklich gute Art gehabt. Ich habe Diktatoren gesagt, was sie machen müssen. Steh auf, geh nach links, geh nach rechts. Ich sage Diktatoren, was sie machen müssen. Mhm. Und das war ein schrecklicher Kerl, aber zu mir war er sehr lieb. Mhm. Und der hat über 20.000 Leute ins Meer geworfen, aus Flugzeugen. Mhm. Und der liebe Papst, unser lieber Papst jetzt, der hat da ein bisschen zugesehen. Und nichts gesagt. Bergoglio, meinen Sie? Ja. Sie haben Castro getroffen, Sie waren, glaube ich, auch sehr fasziniert, fotografiert. Ich glaube, wir sehen die Bilder. Das wäre ganz toll, wenn wir die auch im Studio sehen dürften. Liebe Regie, da sieht man ihn. Das ist, glaube ich, ein doppelt belichtetes Bild. Moment, darf ich Ihnen sagen, wie das entstanden ist? Er war in Argentinien, das ist auf der Park Avenue mit dem Khrushchev. Er kam nach Argentinien, weil er dort einen Onkel hatte. Er hat erst eine Rede gehalten, ich habe ihn bei der Rede fotografiert. Dann bin ich zu dem Haus gegangen und habe mit meiner Leica draußen fotografiert. In den 60er Jahren war alles so leicht. Man konnte noch überall rein. Und ich stehe da, fotografiere. Und dann bin ich in das Haus gegangen, habe den Film herausgenommen und aus Versehen denselben Film wieder reingespannt. Und da entstand dieses Bild, diese Double Exposure. Das ist ein Irrtum gewesen. Also ich habe das nicht geplant. Aber es ist eines der bekanntesten Bilder von Ihnen. Und dann haben wir am Anfang gesehen das Bild mit Beckenbauer. Ja. Wie sind Sie da reingekommen? Gab es da niemand, der gesagt hat, bleib draußen mit deiner Leica? Ich war die erste Frau im Lockerroom. Ich habe alle diese nackten Männer da gesehen. Wow. Das war sehr lieb. Dann hat Angela Merkel das ihr zu verdanken, dass sie rein darf in die Kabine jetzt, ne? Bei den Fußballjungs. Ja. Ja, Liesel Steiner. Das war im Jahre 76. Ja, oh. Eben Vorreiterin. Ja, in Vorreiterin. Kosmos. Ja. Ich möchte Ihnen etwas über das Sucherbuch sagen. Ja. Und zwar das heißt, der Lois Lammerhuber, der wunderbare Bücher macht über Frieden, die Katzen in Griechenland, Tschernobyl. Ich saß in der Blauen Bar in Wien und er hat gesagt, ich möchte gerne ein Buch machen. Und in der letzten Zeit bei mir ist immer das erste Wort aus meinem Mund ist Nein. Aber das habe ich mir dann gleich abgewöhnt und habe Ja gesagt.
Und das ist halt entstanden, wird jetzt gerade publiziert. Die Ingrid Rockefeller, die bei mir aufgewachsen ist, mehr als in ihrem Haus. Die Familie kennt man. Ja, die hat mich, die filmt mich seit 6 Jahren. Es wird sehr interessant werden, die Ingrid und die Vivian Winter aus Hollywood. Es wird interessant werden, weil ich in den 6 Jahren natürlich gealtert bin. Es geht bergab. Und das machen wir jetzt weiter in Wien. Und dann war ich gerade in Buenos Aires und ein Professor bei der Grafischen in Wien, Clement, der war mit und wir haben da wunderbare Sachen gemacht. Wir haben es auch gerade gesehen, das Buch. Darf ich Sie noch zwei Dinge fragen, die mir wirklich auf der Seele brennen? Mein Lieblingsbild aus diesem Buch ist dieser Herr hier, Louis Armstrong, der berühmte Sänger. Der guckt so putzig hier. So habe ich er noch nie gesehen. Er wollte mit mir schlafen, aber ich habe Nein gesagt. Unmittelbar danach. Fotografen in Kanada, der hieß, also der hat den Churchill fotografiert mit Zigarre und der hat auf einmal gesagt, wie heißt er? Er hat gesagt, die Zigarre rausnehmen und der Churchill hat gesagt, was? Sie sagen mir, dass ich meine Zigarre wegnehmen soll. Und genau so war das Bild, er hat gesagt, ich möchte gerne mit dir ein Spusi haben. Er wirkt etwas bedrückt. Und ich habe Nein gesagt. Mhm. Und das war irgendwie derselbe Ausdruck wie Kasch von Ottawa. Mhm. Der war der Fotograf. Dieses Churchill-Bildes. Können Sie Menschen, die älter werden, ja, einen Tipp geben, einen Tipp geben, wie man auf so eine gute Art und Weise wie Sie alt wird? Was? Das letzte Wort? Wie wird man alt und bewahrt sich die Lebendigkeit, die Sie haben? Haben Sie einen Tipp fürs Ältere? Humor. Es gibt 3 Sachen. Eines davon ist Humor. Alle offen sein. Hm. Ich denke an, ich bin ein Autodidakt. Mhm. Ich richte mich nach Juan Gris, war ein Maler. Der hat 9 Franken für ein Porträt bekommen. Jetzt ist es 27 Millionen. Und der hat gesagt, Improvisation, die letzte Freiheit. Und wenn man das so macht und keine Sorgen hat, dass das schief gehen könnte, man muss irgendwie offen sein. Und nicht, ich finde jeden Menschen, den ich treffe, der spricht sofort vom Wetter. Ich war am Amazonas und da gehen die Leute nicht zum Supermarkt, um Batterien zu kaufen. Dass der Sturm kommt, der Sturm ist hier, 10 Minuten, 2 Stunden, ein Tag und dann geht er weiter. Und alle Leute heutzutage sind so kurz angebunden und ganz schnell alles, die ganzen Sachen auf der Television sind so 1,5 Sekunden und dann lachen alle wie verrückt, wie Hyänen. Alles ist verloren gegangen. Ruhe, Humor und dann ist noch eine 3. Sache. Genau, auf die habe ich gewartet. Ja. Die ist? Ja. Die 3. Sache? Ja, die ist mir gerade entfallen. Sollte sie ihm noch einfallen? Wir tragen das nach. Ja. Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schön, dass wir uns spät, aber immerhin begegnet sind. Vielen, Danke. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja.